Mit Nazis, Faschisten und so weiter rede ich nicht so. Da glaube ich auch nicht, dass das der Weg ist, bei dem man irgendwie so versucht, Leute irgendwie überzeugen zu müssen oder sonst was, gerade im politischen Raum. Also es gibt natürlich rechte Parteien in unseren Parlamenten und das war für mich auch ein Anspruch, um in die Politik zu gehen damals. Mhm. Für mich war es schon so die Entwicklung, dass immer mehr rechte Parteien mit rechtsextremen Politikern und Politikerinnen in den Parlamenten sind, in Deutschland, aber auch in Europa und an vielen anderen Orten. Das war ein Zustand, den ich nicht für normal gehalten habe.